Hallo, liebe Gärtner. Ah, meine Sträucher sind völlig mit Flechten übersät. Was machen wir nun? Naja, nachdem wir in Panik verfallen sind und uns dann doch wieder beruhigt haben, machen wir genau gar nichts. So, damit ist das Video auch durch. Schön, dass ihr geschaut habt. Nein, Quatsch. Wir schauen uns jetzt mal genau an, warum wir gar nichts machen sollten. Denn das ist tatsächlich die Lösung. Hier brauchen wir überhaupt keine Panik haben. Es ist sogar letztendlich ein gutes Zeichen, dass wir Flechten auf unseren Sträuchern haben. Wir gucken uns jetzt mal genauer an, warum wir tatsächlich keine Panik haben müssen und nichts machen brauchen. Wir wollen es jetzt hier nicht zu technisch werden lassen, aber so ein paar ganz kurze Anmerkungen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Soll es denn halt schon geben. Wir können die Flechten grob mal in drei Gruppen unterteilen. Einmal in die Blattflechten. Das sind diese hier, die sich eben vor allem auf älterem Astwerk ansiedeln. Dann haben wir Krustenflechten, die dann sehr dicht mit dem Untergrund verwachsen. Das haben wir oftmals auf Steinplatten, ähnlichem Material. Und dann haben wir so Art strauchartige Flechten. Das sind solche Gebilde, die wir hier unten sehen, die so ein bisschen, tja, tatsächlich an sich schon aussehen wie eine Art Strauch mit Astverzweigung etc. Ja, letztendlich denn nochmal ganz kurz, das ist eben eine Mischung aus oder ein System aus Algen und Pilzen oder auch Cyanobakterien, die in einer Lebensgemeinschaft unterwegs sind, sind sehr langlebig. Was aber für uns entscheidend ist, die wachsen sehr langsam, was das Überwuchern der Pflanzen eben auch. Also das ist schon ein sehr, sehr langer Prozess, bis sie das tatsächlich schaffen und dann die Pflanzen an der Photosynthese hindern. Ja, dass das Ganze eben auf den Bäumen wächst, das haben wir schon zum Teil gesagt. Die einzige Gefahr, die eben besteht, ist, dass dann irgendwann das Austreiben der Knospen verhindert wird. Aber auch das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr langer Prozess. Es sind eben keine Parasiten, also sie stören den Baum nicht, sie nutzen ihn nicht aus, sie nehmen ihm keine Nährstoffe etc. weg. Alles gut bei Flechten, bloß keine Panik. Die einzige Ausnahme ist da, sind da ältere Obstbäume. Da kann es eben durchaus sein, dass innerhalb dieser Flechten dann irgendwie Schädlinge überleben können. Da ist dann vielleicht die einzige Ausnahme, die man machen kann, wo man dann eventuell mal über eine Flechtenentfernung nachdenken kann. Hier können wir uns jetzt nochmal kurz diese Strauchflechten angucken. Die schauen sogar, finde ich, richtig nett aus. Total interessant. Und genau darüber sollten wir uns in gewisser Weise auch einfach freuen. Also letztendlich ist das Ganze ein Zeiger für eine sehr, sehr gute Luft, die wir haben. Es ist ein Zeichen dafür, dass keine Überdüngung des Bodens stattgefunden hat. Und es sind einfach auch größtenteils Geschöpfe, die auf der roten Liste stehen und die in gewisser Weise schützenswert sind. Also wirklich einfach so lassen, wie es ist. Wenn sie entstehen, könnte man jetzt wieder noch ein bisschen mal in die Schnittperspektive gehen. Liegt es einfach daran, dass sie sich hier an altem Holz oftmals zeigen. Und da ist dann eben über lange Zeit kein Verjüngungsschnitt stattgefunden, hat stattgefunden. Ist dann oftmals bei dieser Art Hausmeisterschnitt, wo dann alles einfach rundgeschnitten wird, wo das alte Holz eben im Strauch verbleibt. Also da hin und wieder einfach mal das ganz alte Holz entfernen, dann kann man diesem übermäßigen Flechtenwuchs ein bisschen vorbeugen, aber ansonsten ist da wirklich nichts nötig, keine Panik. Erfreut euch einfach dran und die Sache ist gut. In diesem Sinne, bis demnächst.